Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien, mit Alexander, den großen 2.0 und eventuell mit etwas Zukunftsgeplänker. Weil ich habe ja, also der Wunsch war, dass ich Makedonien so spiele wie Alexander, beziehungsweise dass ich Makedonien spiele, und meine Idee war, dass ich Makedonien so spiele, wie es zu, ja, Alexanders Zeiten war, also wie er quasi sich ausgebreitet hat. Und das ist ja jetzt bald schon geschehen. Also wir haben Asien, wir haben Persien besiedelt, wir haben ein bisschen Zoff mit Baktrien und Parther jetzt noch. Aber dann ist nicht mehr viel zum Erobern. Und ich habe mir überlegt, wenn ihr das wollt, weil ich bin ja gerade wieder in so ein bisschen ja, Endstimmung. Hallihallo. Angelangt, und das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, danach noch weiter zu spielen. Also Makedonien. Und zwar, was wäre geschehen, wenn Alexander nicht gestorben wäre? Das ist natürlich alles fiktiv, und wenn er nicht gestorben wäre und weitergemacht hätte, hätte er wahrscheinlich. Das ist gut. Jetzt auch perfekt. Moral für Kavallerie. Hätte er wahrscheinlich Indien eingenommen. Beziehungsweise er hätte das eingenommen, wenn seine Soldaten nicht nicht mehr gemeutert hätte, beziehungsweise wenn er zwischendurch mal nach Hause gegangen wäre und denen wirklich ja, ein bisschen Ruhe gegönnt hätte. Aber der hat, warte, hier, ja, ja, Forschungsrate, genau. Das Ding ist, ich habe mir überlegt, was wäre geschehen, wenn er sich mal Richtung, ja, Richtung Europa gewendet hätte. Wie wäre es dann passiert? Oder was wäre dann geschehen? Also, das würde ich eben, also, ich nehme hier das so weit auf, wie Alexander wirklich gekommen ist. Also, er ist hier dann in den Baktria über die Gebirgskette rüber nach Indien und hat da eigentlich auch alle. Das ist nämlich auch interessant. Es wird immer gesagt, dass Alexander dann hier in Indien die ersten oder in den Gefechten verloren hätte und deswegen ist er umgekehrt. Das stimmt nicht. Er hat in seinem ganzen Leben keine einzige Schlacht verloren. Und der Grund, warum er hier zurückgegangen ist, war erstens, er hatte schon einige Verluste durch die Schlachten gegen die Inder und Eingeborenen hier bekommen, und er hat nicht mehr gut er war nicht mehr gut versorgbar. Also die Versorgungskonvois wurden immer weiter gestreckt, und noch was, das Wetter, dieses schwül, heiße, feuchte und die giftigen Tiere da in Indien hat der Armee sehr zu schaffen gemacht. Und das kam eben noch dazu, neben der Rebellion, beziehungsweise also die Soldaten, die nicht mehr wollten, das er dann eingelenkt hat. Und das war auch ganz gut, beziehungsweise er hat ja nicht wirklich clever eingelenkt.
Weil er ist nämlich nach Süden gegangen und nicht wieder durch sein über den über den Gebirgspass in die befriedete Welt. Da hätte er wahrscheinlich überlebt. Stimmt nicht, er hätte nicht überlebt, weil er krank war. Aber ja, gut, so weit, so gut. Wir gehen jetzt weiter. Das wäre geil. Das ist geil. Wie alt ist der denn? 56, das heißt ja, wir müssen bald mal wieder kämpfen. Wir kämpfen. Nächste Runde? 4 Runden. Ja, nächste Runde. Oder ich gehe nach Pura. Warte mal. Wo ist denn unser Spionar? Hier ist einer. Da ist der, da ist der. Die ist da. Die ist da. Upsi. Da muss ich glatt mal niesen. So. Bin ein bisschen verschnuppelt. Ja, nee, gut. Also, Siedlung verloren, Siedlung wiederbekommen. Passt. Gut, dann nächste Runde werden wir Harzmodar einnehmen und Pura. Lass sie mal an. Was willst du denn schon wieder? Nix, das ist sehr schön. Ach, Alter. Das nennt man ja auch richtig. Ich werde mal, Dieses Volk ist eine Gefahr. Eure Generäle sind. Ja, nö. Für mich sind die nicht gefährlich. Not for me. Not for me. Was passiert denn jetzt? Wir fordern nur ein geringes, ein Herz, Lust. Jo, 6000 ist gering, gell? Wo bist du da? Ah, da. Da drüben. Nee. Hallo? Dich erober ich. Wie ich sehe, habt ihr euer. Das war jetzt zu schnell. Weil da unten, die wollte, glaube ich, nichts. Garnison ist egal. Garnison ist egal, Garnison ist egal. Fertigkeiten, Level 8. Plus 2 Hingabe. Sehr schön. Kulturelle Konvertierung mit Speeren. Kulturelle Konvertierung mit Speeren. Ist halt auch nice. Gut, du gehst mal jetzt weg. Dankeschön. Ja, bevor ich es vergesse, du gehst mal hier hin und machst mal hier Action. Du wirst Philosoph. Ja, komm, warum nicht? Wir machen mal einen Philosoph. Autorität, Forschungsrate und Sichtfeld. Und Wüste passt auch gerade. Gut. Aha, das wird eine große Belagerung. Das ist schön. Warte mal. Wenn der einen Ausfall macht. Nee, der kann keinen Ausfall machen. Nee, der kann keinen Ausfall machen. Dann kehre ich mal mit dem
um vertreib den mal. Du, was machst du? Du gehst mal hier hin und dann in ja, nächste Runde vielleicht nach Susa. Hier werde ich was für die... Nee, öffentliche Ordnung brauche ich jetzt nicht. Ich mach mal... Ja, ich mach mal was für die... Na. Hier mache ich beides. Ja, öffentliche Ordnung. Weil hier mache ich ein bisschen öffentliche Ordnung weg. Nee, da oben baue ich schon die Kaserne aus. Hier brauche ich die auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo ist die eigentlich? Genau. Die. Alter, ich bin halt hier schon ziemlich weit am Rand. Gut. Super. Gut, dann weiter. Nächste Runde. Nee, wahrscheinlich in zwei Runden, weil, also werden wir die Stadt belagern und ich sehe nicht, was er macht. Das ist wieder wunderbar. Lup, lup, lup. Ach, ist ärgerlich. Was macht er denn jetzt? Das ist wieder so dämlich. Mein Herr erwartet. Wieso machen die das immer? Das ist doch... Oh Mann. Jetzt, also... Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet. Mein Herr erwartet... Ja, dieses... Der hat halt jetzt wieder seine komplette Armee da abgezogen. Also an sich hat es schon Sinn gemacht, keine Frage. Aber ja, jetzt kann ich es halt auch wieder automatisch machen, die Schlacht. Unsere Krieger. Weil da ist ja jetzt keine Armee mehr drin, ne? Naja. Unsere Schatzkammern sind nicht so prall gefüllt, dass weitere... Ja, okay, für 6000 hätte ich schon machen können. Aber. Sabotageversuch. Sabotieren. Umsturz. Okay, also. Hier. Kuckuck. Oh man, echt jetzt? Wie peinlich. So, ne? Schau mal. Ja. Okay, du wirst jetzt den da mal vernichten. So. Super. Und dann gehst du hier weiter. Du, warte mal. Ja, hier will ich eigentlich noch warten, bis ich hier unten fertig bin. Weil dann mache ich hier den Schwenk. Also Schwenker und räume von hier unten alles auf. So. Alter, draußen schüttet es gerade. Wow. Cool. Mag ich. Ah, hallo.
Forschungsrate. Wie viel Forschungsrate habe ich denn gerade? 243. Ja, das ist doch mal was. So. Ich habe es eigentlich schon mal gesagt, aber ich wurde wieder gefragt, wie ich das mache. Das ist Komma und Punkt. Einfach bei den Städten, also eine Stadt anklicken und dann Punkt, dann zwischen die durch. Und dasselbe ist bei Armeen oder Agenten. Hier oben wollte ich eigentlich nicht hin. Ja. Hier ist noch jemand zum Attentatieren. Wunderbar. Ach, ich liebe das. Die brauchen halt schon ein bisschen, um so weit zu kommen, dass sie wirklich halt auf einen Schlag töten können. Aber dann sind sie halt wirklich nicht mehr wegzudenken. Gut. Dann, ja, wir sind schon wieder fertig, oder? Nee, noch nicht ganz. Gut. Noch ein Charakter hat, hier. Dann schauen wir uns noch kurz an. Ah, das ist natürlich super. Da schauen wir uns noch mal kurz an. Okay. Aufstellung 1, Rekrutierungsplatz. Das ist doch, nice. Auch wenn ich nicht weiß, ob das hier... So ist, dass jetzt die Armee auch einen weiteren Platz bekommt. Müsste eigentlich sein. Gut, dann schauen wir uns noch mal kurz an, was passiert. Ja, der geht jetzt auch runter. Bitte schneller. Nochmal schneller. Ist er etwa gestorben? Ich glaube, er hat Nee gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, nö. Nö. Herrlichkeit und Großartigkeit haben immer... Ja, aber nicht für 14.000. Weil davon habe ich ja nichts. So. Jetzt müssen... Großzügigkeit. Ist nicht meine Stärke, ja, das stimmt. Jetzt muss ich mal schauen. Held, Rang erhöht, Forschung abgeschlossen, Fall verwundet, Tochter wird erwachsen, Sohn wird erwachsen, bla 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 blub. Jetzt muss ich mal schauen, ja, natürlich das da. Jetzt muss ich mal schauen, wie es jetzt sich ändert. So ein bisschen, würde ich sagen. Und zwar... Flupp. 91. Ja. Ich mache ausgeglichene Stellung, weil dann geht er nicht so voll dämlich mit den Pferden vorwärts. So, und du gehst mal weiter. Du hast eine neue Tradition, das ist wunderbar. Die ist jetzt Level 4. Die ist Level 6 schon, ja. Cool. Du kannst sehr weit gehen. Schon mal super. Okay, dann
Haben wir hier noch zwei Städte? Warte, ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen, dieser hier geht. Also Alexander Scholz geht nach oben. Zum Rand der Welt geht nach Pura. Der geht nach Susia und der geht nach Nisa. Klingt doch nach dem Plan. So. Öffentliche Ordnung. Oder Angriffsbonus für alle. Ja. Warte, ich schau mal kurz nach da. Hey. Okay, also. Ja, hat ja genau das gleiche wieder. Das heißt, ich werde mit den beiden Armeen wieder zusammen marschieren. Okay, das muss ich machen. 20% Schüsse pro Minute für alle Landeinheiten und 6% Geschwindigkeit. Das ist ultra strong. Rekrutierung schnell, das brauche ich nicht. Stadtturmschaden. 60% Verluste durch Verschleiß, das ist halt auch super. Und Waffenschmiede. Pionierwerkstatt. Ha. 9, 3, 8 und 12. Bewegungsreichweite, Verstärkungsrate, Kosten für Belagerungseinheiten. Da mache ich den da, weil damit können wir schneller schießen auf die feindlichen Einheiten. Gut, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.